Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird sich wieder geschminkt und ich habe hier eine Box zusammengepackt mit Produkten, die ich gerne ausprobieren würde mit euch zusammen, die ich schon länger da habe, die auch neu sind. Dann auch einiges, was jetzt erst rausgekommen ist und ja, das ist eine gute Mischung von Produkten und die würde ich jetzt einfach gerne mit euch zusammen ausprobieren, mich ein bisschen fertig machen. Und dann seid ihr auch über die Produkte informiert. Ich habe jetzt gerade mal nebenbei schon alles ausgeräumt und was ich als erstes hier entdecke, ist der Primer von Milk Makeup. Und zwar ist es der Hydro Grip Primer und da habe ich so eine kleine Probegröße, 10 Milliliter. Ja, es ist sehr teuer, ich habe viele Primer da und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Genau, sieht so aus. Ich werde mir jetzt ein bisschen was rausdrücken. Der hat so eine gelige Konsistenz und, oh, okay. Puh. Geruch. Hier auf der Seite ist wieder mein Spiegel. Ich will das Video nicht zu lange halten, deswegen habe ich jetzt auch gerade schon, während ich gesprochen habe, versucht, das alles auszuräumen. Dass das ein bisschen kürzer ist. Wow, der ist... Der ist schön, der ist richtig sticky. Ach, der Geruch, puh. Ist nicht so meins. Aber ich denke, das wird verfliegen. Aber der ist richtig sticky. Dann haben wir den Primer schon mal getestet. Dann habe ich hier noch Bronzer und zwar von Too Faced. Dann habe ich hier so eine Palette. Ich glaube, die ist von Juvia's. Dann die Natasha Denona Palette, die Love Palette, die ist neu. Eine Mascara von Fenty. Ein Concealer von Catrice, den ich eigentlich schon im anderen Schminkvideo benutzen wollte und habe es dann total vergessen. Und einen Lippenstift von Catrice. Und das teste ich jetzt alles mit euch aus. Außerdem habe ich hier noch die Clinique ID Foundation und eine Highlighter Palette von Too Faced. Als Foundation, wie schon gesagt, hier von Clinique ID, das kann man so zusammenstecken mit so einem Stick. Ich habe hier den orangenen, der soll müde Haut kaschieren und das hier ist eben so eine BB Cream Foundation, ja, BB Gel steht da jetzt drauf. Das passt sich dem Hautton an, ich habe es schon mal ausgepackt, sieht so aus und beides soll sich dann auch gleichzeitig aufbrauchen. Und ich werde das jetzt einfach mal da reinstecken und dann werde ich aber die Augenbrauen machen, werde mir eine Base auf die Augen machen und dann werden wir den Augenlook schminken. Und dann geht es erst hier zur BB Cream, weil ich nicht weiß, wie es aussieht mit Fallout. Das Ganze sieht so aus, ist grau, aber auf der Haut passt sich's an. Es ist eine ganz, ganz leichte Foundation. Ich habe das im Laden schon ausprobiert und das ist ziemlich voll. Wie viel ist denn da drin? 115 Milliliter, also das ist richtig viel und ich habe jetzt gerade ein bisschen Bedenken, dass wenn ich das da reinstecke, dass mir alles überquillt, aber das soll ja eigentlich so gemacht werden. Ah, okay, das war eine Mogelpackung, Leute. Das sah nur so voll aus, weil da war eine riesengroße Luftblase drin, das ist nur bis ungefähr... hierhin voll, dann geht's, wenn ich das reinstecke und dann quillt das auch nicht über. Genau, so sieht das Ganze jetzt aus. Ha, passt nicht über. Ich hasse sowas. Aber gut, wir werden es überleben. Das hier ist die Highlighter-Palette, die lege ich mal zur Seite. Ich mache mir die Augenbrauen und dann geht es gleich weiter. Wie gesagt, das Video soll ein bisschen kürzer mal werden. Augenbrauen habe ich gemacht, Base habe ich aufgetragen. Ich habe hier nur so einen Augenbrauenstift jetzt benutzt von, was habe ich hier, von Benecos in der Farbe Braun. Ja, habe das nur ein bisschen angemalt und ausgekämmt und ich habe jetzt keine Softboxen aufgebaut, weil es relativ hell hier ist. Nur hier auf dieser Seite ist es ein bisschen dunkler, aber wir werden sowieso nur ein Auge zusammen machen und das andere werde ich dann
rausschneiden. Das klingt jetzt, ich werde mir ja nicht das Auge rausschneiden, aber im Video werde ich das rausschneiden, damit es einfach nicht so lange ist, weil Schminkvideos werden nicht so gut geklickt und wenn es dann noch so lang ist, denke ich, wird es dann noch schlechter geklickt. Habe ich die Vermutung. Auf jeden Fall kommen wir zur Natasha Denona Love Palette und ich habe die jetzt noch gar nicht ausprobiert, habe sie mir natürlich angeschaut, habe die bei Kaufhof bestellt und, oder? Nein, bei Sephora habe ich die bestellt. Ja, die sieht so aus und das hier sind die Farben, mega schön, gefällt mir richtig gut und ja, was ich damit schminken will, ich weiß es noch gar nicht so genau. Auf jeden Fall will ich erstmal mein Auge setten und dazu nehme ich den Ton hier, den hellen, der heißt First. Das mache ich mit so einem dicken Pinsel hier. Okay, ich überlege, ob ich doch eine Softbox anmachen soll. Ob das zu dunkel hier ist. Softbox ist aufgebaut und ja, es gefällt mir besser. Warum nicht gleich so? Naja, Pinsel wie immer nicht sauber bei mir. Ihr kennt es. Ich möchte jetzt... Oh, ich finde alles so schön. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Was möchte ich denn? Ich kann jetzt auch nicht zwei verschiedene Augenlooks schminken, weil ich muss später noch weg. ich kann mich nicht entscheiden zwischen den beiden Tönen. Ich glaube, ich nehme zuerst den und dann später noch den. Intense ist das. Den nehme ich zuerst. Es geht los. Oh, ich bin schon sehr gespannt. Oh mein Gott, Pigmentierung. Oh, Hammer. Wow, richtig schön. Dann nehme ich noch ein bisschen nach. So weit, so gut. Die Palette hat ein bisschen Kickback, aber es geht noch, es ist in Ordnung. Und dann gehe ich jetzt in die Farbe Soul, in dieses dunklere Rosa, was ich eben gezeigt hatte. Und mache das auch hier noch so ein bisschen in die Lidfalte. Ja. Sehr schön. Ich nehme die Farbe Heartbeat und mache mir das hier ein bisschen. Und da nehme ich aber einen anderen Pinsel, einen etwas festgebundeneren. Ja, ich weiß, nicht sauber. Wie immer. Und den drücke ich aber hier so ein bisschen mehr ran. Und mache das auch nur so außen hin und hier richtig in die Lidfalte. Gefällt mir richtig gut. Ich nehme Blendepinsel, gehe ein bisschen nochmal in die Farbe First und verblende das so ein bisschen hier oben. Das geht super einfach. Ein bisschen gehe ich jetzt aber nochmal nach. Gefällt mir echt richtig gut. Ich will ja aber so viele Farben wie möglich jetzt verwenden. Ich nehme hier diese Farbe Commitment und nehme da auch diesen Pinsel nochmal, gehe da so ein bisschen rein und drücke mir das auch noch nach außen. So sieht das jetzt aus. Und dann werde ich vorne aufs Lid... Ich werde Giving nehmen. Den hier. Gib mir den hier vorne aufs Lid. Wow. Okay. Schön. Ich möchte jetzt noch in die Farbe Pure Love und mir das hier hinten noch so ein bisschen hingeben, damit ich noch eine Farbe mehr benutzt habe. Und um den Übergang da so ein bisschen zu kaschieren. Oha, und der ist schön. Die beiden Töne zusammen sind auch richtig schön. Wenn die so überlappen, das sieht echt gut aus. Die Palette hat ziemlich Fallout jetzt bei mir gehabt.
Werde ich mir jetzt erstmal wegwischen. Also, hier ist alles voller Glitzer. Das liebe ich ja nicht. Jetzt kommen wir zur Foundation. Und da benutze ich ja die hier von Clinique. Und das gebe ich mir so ein bisschen hier auf den Schwamm. Und das sind so zwei Phasen, die hier rauskommen. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. So sieht es jetzt auf jeden Fall erstmal aus. Und das hat nur eine ganz, 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 ganz leichte Deckkraft, weil ich habe das ja schon ausprobiert im Geschäft. Ich denke, das ist jetzt auch ideal, wenn es wärmer wird. Hier könnt ihr es sehen. Und das passt sich halt dem Hautton an. So würde ich es jetzt erstmal lassen. Ja, man sieht noch Unreinheiten durch. Wie gesagt, es ist nur was ganz Leichtes. Und ich musste mich gerade kurz bücken. Jetzt benutze ich hier den Concealer von Catrice. Das ist der Instant Awake Concealer in der Farbe 005. Und den hatte ich in der Glossy Box. Den muss man unten drehen und dann ist hier das Schwämmchen. Ja, so mache ich das jetzt einfach mal. Oha. Irgendwie kam hier jetzt noch ziemlich viel Produkt raus. Mache ich das mal hier noch ein bisschen hin. Da hat mich der Nachbarshund gekratzt. Und außerdem habe ich da auch noch einen Pickel. Und das arbeite ich natürlich auch noch mit dem Schwamm hier ein. Finde ich gut. Die Foundation finde ich auch gut. Ah ja, genau. Und zwar diese Too Faced Palette hier. Weil da ist auch so ein Puder mit dabei. Und zwar das hier. Und damit würde ich gerne mal abpudern. Weil das ist so ein... Das hat keinen Schimmer oder irgendwas. Da steht Soft Focus drauf. Und damit würde ich jetzt einfach mal gerne abpudern. Finde ich nicht schlecht. Ich pudere immer sehr großzügig ab. Und hier sind halt eben noch so ein paar Glitzerpartikel von hier oben. Als Blush benutze ich jetzt diese Palette. Und zwar ist das die Saharian Blush Volume 2 Palette. Und ich habe die schon so, so lange da. Und habe die noch nie verwendet, einfach weil die extrem krass ist. Und ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut. Aber ich will es jetzt mal ausprobieren. Ich möchte den Ton hier nehmen und dann als Topper vielleicht den. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall nehme ich jetzt erstmal den Ton hier. Blushpinsel. Oh Leute. Oh mein Gott. Das ist schon so heftig. Und ich kriege das irgendwie nicht so richtig gut verblendet. Krass. Ich mag ja viel Blush, aber wenn der helle Ton schon so extrem ist, ich glaube, ich werde die als Lidschattenpalette benutzen. Dann habe ich einen Bronzer und zwar von Too Faced, der hier wunderschön, ewig angeschmachtet, nicht benutzt. So sieht der aus und jetzt ist er fällig. Ich gehe einmal so ringsrum. Na, ich will nicht. Doch, ich mach's. Jetzt. Ich hab's gemacht. Es sieht immer noch schön aus. Okay. Puh, Glück gehabt. Oh, was? Oh, egal. Oh, und ich sehe gerade, ich habe hier einen Rand. Da habe ich die Foundation nicht gut verblendet. Also diese BB-Cream. Ich sehe hier einfach nichts richtig im kleinen Display mit dem Spiegel hier an der Seite. So, da muss ich mir nochmal was überlegen und das vielleicht ein bisschen anders machen. Aber jetzt aktuell habe ich keine andere Möglichkeit. Naja, habe es jetzt noch gemerkt. Also der Bronzer ist auch echt, es ist sehr dezent. Da, den muss man aufbauen. Dann mache ich jetzt am unteren Wimpernkranz noch was hin. Ich vergesse das in letzter Zeit immer. Aber jetzt habe ich dran gedacht. Und zwar möchte ich, was mir gerade auffällt, es ist kein bräunlicher Ton mit dabei. Nur das hier ein bisschen. Meistens mache ich mir so braun unten. Aber dieses Dunkelrot möchte ich jetzt nicht hinmachen. Ich nehme mal
den Ton hier. Der ist pigmentiert. Und dann möchte ich mir noch in den Innenwinkel eingeben. Dann haben wir auch ziemlich viel von der Palette jetzt ausprobiert. Und zwar benutze ich da den Ton Transparent. Zur Abwechslung mal ein sauberer Pinsel. Aber der Ton ist auch sehr glitzerig. Habe ich mir jetzt irgendwie besser vorgestellt. Und der Concealer, der creased irgendwie unschön. Also der hebt gerade meine Fältchen unter den Augen ein bisschen hervor. Hat sich eben noch total gut angefühlt und jetzt... Aber es geht noch. Da nehme ich nochmal aus der Palette was. Und zwar möchte ich da den Ton Glow benutzen. Ja, finde ich besser. Und den gebe ich mir auch ein bisschen unter die Augenbraue. Und dann als Highlighter, ja, habe ich ja nur noch das, nehme ich auch den Ton Glow. Oh mein Gott, ja. Hammer. Klar, ich meine, hier ist jetzt auch das Fenster, aber... Oh mein Gott, wie krass. Auch hier heftig, wow, mega schön. Und weil ich sowieso schon Glitzer im Gesicht hängen habe, nehme ich jetzt noch den Ton Dazzle und gebe mir den noch so ein bisschen oben drüber. Das ist auch so nicht so meins eigentlich, weil das so richtig glitzerig ist. Aber komm. Ja, dann nichtsdestotrotz möchte ich es mir ein bisschen verblenden und werde hier auch noch mal hier unten ein bisschen verblenden. Ja, dann mache ich mir einen Lidstrich. Ja, ich mache mir einen Lidstrich und dann sehen wir uns gleich wieder. Lidstrich habe ich gemacht. Oh mein Gott, der Highlighter, und jetzt gefällt es mir doch auch irgendwie mit dem Blush. Insgesamt finde ich den Look richtig schön. Mascara benutze ich jetzt noch hier von Fenty Beauty. Das ist so eine kleine Probegröße, 1,5 Milliliter. Ja, das ist einfach so zum Testen. Und die habe ich auch schon mal ausprobiert, aber ist schon was länger her. So sieht das Bürstchen aus, relativ groß. Und ich finde die Mascara wirklich schön. Ich finde nur, die könnte ein Ticken mehr Volumen machen. Aber die macht einen schönen Schwung. Die fächert schön auf. Die verlängert auch richtig gut. Nur ein Ticken mehr Volumen, aber man kann nicht alles haben. Zumindest nicht bei der Mascara. Auf jeden Fall machen wir jetzt noch die Lippen. Da habe ich von Catrice was Neues. Habe ich mir gekauft bei Müller. Ich habe mir hier alles gekauft. Also, ja, dass ihr da Bescheid wisst. Und zwar ist das die C01 Spread. Ich glaube, so heißt das. Ja, und das ist der hier. Der hat irgendwie wie so Mousse Chocolat. Sieht das aus oben, aber wenn man den einmal benutzt, ich habe den auch mal geswatcht und dann ist das oben weg. Und ich dachte, der könnte zum Look passen. Ja gut, ist jetzt halt nicht unbedingt ein frühlingshafter Ton. Auch wenn ihr trockene Lippen habt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich habe ja meistens trockene Lippen. Ja, dann hebt es das ein bisschen hervor, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich finde, der Lippenstift passt zum Look. Mir gefällt das sehr gut. Ich mag das auch im Frühling oder im Sommer einen dunklen Lippenstift zu tragen. Das fällt auf und ich mag's. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, euch gefällt's. Euch hat das Video gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß und Unterhaltung. Bleibt mir alle gesund. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.